Habt ihr das gesehen? Das war jetzt tatsächlich, im Gegensatz zu Bruce Lee, ein One-Inch-Punch. Das war sogar ein Zero-Inch-Punch, weil ich hier ganz vorne angefangen habe. Ja, Short Power. Mich hatten ja öfter mal Leute gefragt, Short Power, wie geht das? Wie funktioniert das? Wäre ich jetzt jemand, der asiatische Sachen verkauft, würde ich sagen, hey, das ist Chi, das ist ganz großes Geheimnis. Für mich ist das natürlich alles Schwachsinn. Ich bin Europäer und das ist ganz einfach nur Physik und Biodynamik. Um auf kürze Distanz möglichst hart hauen zu können, braucht man eigentlich nicht viel. Man muss nur ganz einfach Körperbewusstsein haben. Und wenn man das hat und weiß, wie man die Biodynamik über die Hüfte und die richtigen Winkel richtig einsetzt, dann ist das alles überhaupt kein Hexenwerk mehr. Eine schöne Übung dafür ist ein sogenannter halber Schlag. Das ist ein ganz einfaches Ding. Ich zeige das mal anhand eines Boxschlags. Wobei ich es bei Boxschlägen eigentlich gar nicht so einfach finde, das so umzusetzen. Aber es geht ja auch. Also angenommen, ich mache hier mal wirklich eine ganz klassische Gerade. Ne? Ich fange schön von hier hinten an. So, zieh das Ding hier raus. Geile Sache. Der halbe Weg, wie der Name schon sagt, wäre hier. Ne? Also dass ich hier meine Faust hier eindrehe, wenn ich jetzt mal so boxe. Klar, kann das auch so, aber mache es mal wirklich auf den Pickelbuch-Stil. Von hier drehe ich einfach nur bis hier ein. Und diesen halben Weg, den übe ich immer wieder. So, und wenn ich den einigermaßen drauf habe, dann werde ich sehen, dass ich auch auf dieser kurzen Distanz diese Power schon entwickelt. Ja. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal Sparring macht und merkt, oh Mann, das ist ein ganz kurzer Weg und dieser perfekte Winkel ist da und der andere kippt trotzdem rum. Das ist eigentlich ganz einfach. Und diesen halben Weg, den verlängere ich dann mal immer weiter, dass ich hier hingehe, dass ich also nicht mehr hier hinten anfange, sondern mal hier anfange. Und hier und hier. Ja, das heißt also jetzt nicht mehr hier, sondern hier und am Ende sogar hier ganz vorne, nur noch ganz kurz. Dass ich meine Hand nur noch hier habe und nur noch diesen kleinen Drive aus der Hüfte und aus dem Arm hier reinnehmen und trotzdem diese maximale Power hinkriegt. Das ist eine geile Sache, weil dann lernt man nämlich, dass man diese ganzen weiten Wege überhaupt gar nicht mehr braucht. Weil weite Wege sind langsame Wege, kurze Wege sind schnelle Wege. Ich habe das ja in dem Cadena-Video schon mal erklärt. Und das funktioniert super, wenn man, wie gesagt, diese ganze Sache mit der Hüfte richtig hin hat und das raus hat. Das ist eigentlich völlig schnurz, mit welchem Schlag man das macht. Wie gesagt, habe ich hier einen Körperhaken auf diese kurze Distanz. Ja, oder wie gesagt, Zweischlag, diese ganzen Geschichten hinkriegt. Ist eine Top-Sache. Gerade eben auch wirklich für Straßensituationen. Weil auf der Straße will ich mich ja nicht großartig hauen, hinstellen, komm, wir hauen uns jetzt. Und dann sag ich, du Digga, jetzt mal die Klappe halten sollen. Ne? So. Das ist das, was wirklich entscheidend ist. Also zum anderen, wenn es dann irgendwie wirklich mal eine längere Schlacht sein sollte, kannst du so auch spärlich arbeiten. Wie gesagt, da haben wir wieder die Parallelen zum Thai-Boxen. Ja, Thai-Boxen, traditionell die Arme hier vorne, weil die hatten keine Handschuhe an. Das kam ja später, dass man sich so verstecken konnte hinter Handschuhen. Aber das ist ja alles Schwachsinn, weil wenn du hier die Hände gegenkriegst, gibst du in die Fresse. Ganz genauso wie diese ganzen komischen Mumpitz-Blocks. Die funktionieren genauso wenig. Wenn einer richtig gegenhaut, gibst du die Arme genauso von Hals. Deswegen müssen Hände hier oder hier sein, dann macht das Ganze Sinn. Ja? Also einfach mal die Hüfte richtig reindrehen und den Weg immer kürzer machen und trotzdem immer versuchen, den ganzen Druck hinzukriegen. Das heißt, auch wenn ich jetzt in die Luft haue, haue ich einfach mal 100%. 100%, 100%, 100%. Ja? Dadurch kriege ich dann halt diesen Short Power Gedanken. Ich werde das jetzt nochmal mit einem Stock zeigen, das funktioniert ja genauso. Ja, also worum es geht, ist, dass ich eben nicht mehr diese ganzen Wege von hier hinten oder irgendwas brauche, sondern dass ich auf diese kurze Distanz trotzdem einen den Schädel einschlagen kann, einen die Maske zerdrücken kann. Ja, und das ist eben wirklich das Geile an der ganzen Geschichte, das Geile an den Schwertkünsten und am UCC, das ist anscheinend einzigartig. Ich habe sowas noch nie irgendwo gesehen, dass jemand sowas so hinkriegt. Ja, dass auf diese kurze Distanz diese Power hier reinkriegt. Alle brauchen sie immer, wer weiß was für lange komische Wege. Und das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Das Gelbe vom Ei ist ein kurzer Weg und dieser One-Hit-One-Kill-Gedanke. Auf keinen Fall ist es sowas. Ja, das ist Bullshit, das ist Boxen mit dem Stock, das bringt gar nichts. Ja, weil hier ist die ganze Energie aus dem Arm. Was ich benutze, ist der ganze Körper. Ich habe es ja schon in die perfekte Stocktechnik mal genau erklärt. Alles, was hier passiert, ist ein Kreis aus dem Arm und eine Hüfte, die die ganze Power reinbringt. Ja? Und dann gibt es Energie. Und das kann von hier hinten sein. Das kann von hier sein und das kann von hier ganz vorne sein. Gewusst wie. Und dann klappt das Ganze auch. Ja? Und das ist ja das, worum es geht. Wir können ja tatsächlich Schläge parieren. Das heißt, wenn wir Stocksprengen machen, dann stehen wir nicht Maske an Maske und hauen uns alle auf den Kopf und sagen, hey, wir sind die Geilen, das ist alles Schwachsinn, das ist unrealistisch. Sondern wir versuchen ja wirklich einen Stock zu parieren und gleichzeitig weiterzuschlagen. Eben wirklich wie die alten Schwertkünste. Jo, wie übt man das?
Ich fange von dir ganz hinten an. Ja, schön von hier oben. Ich mache es jetzt mal wirklich mit unserem Einstart. Der ist ja kein Geheimnis. Ich habe ja schon mal gezeigt, wie das geht. Eben wirklich hier eine Kurve denken, einen Kreis. Und dabei geht die Hüfte gleichzeitig in einem Fluss mit nach vorne. Das mache ich jetzt erstmal, indem ich einmal daneben haue, um mal zu gucken. Habe ich hier wirklich einen Kreis? Super. Ein Kreis endet, wo er anfängt. Sonst ist es nur ein Halbkreis. Und das Ganze mache ich jetzt mal von hier hin, dass ich das Ding davor reinwichse. Ja, das wäre jetzt hier der Halbkreisgedanke, dass ich nur bis hier getroffen habe. Als Ganzes Technik, eine Technik sollte immer aufhören, wo sie anfängt. Das ist das. Ja, ready. Und diesen Weg, den halbiere ich jetzt einfach mal. Nur bis hier, nur dieses kurze Stück. Ja, und dieses kurze Stück, das mache ich mit voller Power, richtig. Und selbst wenn ich es langsam mache, versuche ich durch diese Muskelkontraktion, ich sage es meinen Schülern immer wie so eine Batterie, die sich auflädt, wirklich mal diese Kraft zu spüren. So, und wenn ich das hingekriegt habe, dann versuche ich den Weg immer kürzer zu machen. Dass ich von hier ganz vorne, lässt sich nicht mehr hier anfangen, sondern wie mit dem Boxen eben hier anfangen. Ja, und auch hier wieder genau das Gleiche. Ich drehe meine Hüfte, drehe meine Schulter und dann ist die Energie voll da. Und das ist im Grunde genommen alles. Und das gilt, wie gesagt, für alle Schläge. Später gibt es dann noch ein paar Geheimnisse mit ein paar Winkeln. Die werde ich hier nicht erzählen. Kommt vorbei, ich will noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann ist es natürlich richtig geil, wenn ich eben weiß, wie ich von hier die ganze Sache auf kurze Distanz mit so einer maximalen Power hinkriege. Yo! Und wie gesagt, das ist vom Stock sehr gutes Waffellose umzusetzen und funktioniert bombig. Und ich brauche keine weiten Wege, um hart zu hauen. Ja, das waren 3 Schläge, das waren 5 Schläge. Ja, und die sind sehr fix, sehr hart. Gleichzeitig bleibe ich sperrig in der ganzen Geschichte. Ja, das Geheimnis ist hier eben, die Hüfte so einzusetzen, dass sie das Maximum an Power kriegt, aber sie ist trotzdem so wenig wie nötig zu benutzen. Ich exponiere mich nicht. Beim Boxen zum Beispiel unterrichte ich ja, jetzt fangen wir mal ganz klassisch links-rechts an, hier als Amateurbox, die Hüfte weit einsetzt. Das mache ich beim UCC nicht. Dieses Überdrehen gibt es hier nicht. Hier gehe ich maximal nur bis hier, weil das meine Primärhand ist und das mein Schild. Aber das ist jetzt auch schon wieder zu viel verraten. Egal wie ihr es macht, was ihr macht, das alles ist sinnlos, wenn ihr kein Sparring macht. Wenn ihr das Ganze nicht im Sparring umsetzen könnt, dann könnt ihr eure ganzen Techniken in die Tonne treten. Das ist alles eine Illusion, Show, Film, Graf Maga oder was weiß ich. Ne? Seht zu, dass ihr all das, was ihr irgendwie macht, auch im Sparring umsetzen könnt. Nur dann, ja, ist es auch anwendbar. Dann habt ihr eure Zeit nicht damit verschwendet, einfach nur Techniken zu üben. Und dann seht ihr, ob das Ganze wirklich funktioniert. Und in dem Sinne, hier noch ein paar Sparringsvideos. UCC, Vollgas. Ja, schön unbewegt. Jawohl.
Treppen und nützt ja da gar nichts. Was du meinst mit Druck, das passiert daher, weil ich konsequent gerade zwischen meinen Beinen stehe. Ich mache keine komische Kampfstellung oder sowas. Ich denke, als wenn ich auf dem Schlachtfeld bin. Ich habe hier mein Schwert, hier mein Schild und damit marschiere ich jetzt einfach los. Ich mache wenig Bewegung hier, die mich in irgendeiner Weise großartig anstrengen wird, flüssigerweise. Ich marschiere einfach durch die ganze Geschichte durch und wenn ich merke, dass von dir hier Druck kommt, dann mache ich das, was die WT-Leute behaupten zu machen. Ich gehe zur Seite. Und dabei haue ich. Das Schöne ist, dass du wie ein Boxer stehst. Das heißt, ideal für meine Circle-Theorie, um hier meinen Job zu machen. Und ganz einfach immer nur der Ausweichschritt in diese Richtung. Ich habe jetzt noch nicht mal mit einer Circle-Theorie Inside gearbeitet. Und da kommt der Druck von ganz alleine. Also, ich drücke ja nicht. Ich mache ja nicht irgendwie hier so ein Kräftemessen mit dir. Ich sage, gut, du drückst, scheiß drauf, na und? Ja. Ne? Und ich mache meinen Job. Und genau das ist halt der Unterschied zwischen dem Thema. Wir haben versucht, das so zu machen. Ja. Hat keine Kraft, die kommt nicht richtig an, fliegt weg. Ja. Ist Bullshit. Also das Ganze nach vorne und das Ganze aus einer Linie, was wo eben Druck, und was du Bulldruck sagst, wo ich permanent hier Druck im Arm habe. Das ist wichtig. Ja. Und nicht einen Moment in eine Schwäche kommen. Ja. Ja. Das ist, boom, wenn wir boxen, cool. Aber ich denke, Boxhandschuhe kann ich verstecken. Jetzt habe ich keine. Ja. Das heißt, ich muss zusehen, dass meine Hände hier irgendwo sind. Und dann funzt der Block auch. Ja, das habe ich gemerkt. Okay, easy. Weiter? Ja. Wenn ihr sowas aufmerken wollt und aus der Hamburger Ecke seid, dann schaut einfach vorbei. Wenn ihr in Berlin seid, guckt bei UCC Berlin, bei Borat vorbei. Wenn ihr im Schwarzwald auf der Ecke wohnt, dann bei Alex Herrmann und bei UCC Schwarzwald. Und wenn das alles irgendwie zu weit weg ist und ihr trotzdem Interesse habt, schaut auf der UCC Hamburg Seite unter Video on Demand und dem Page Channel nach. Da sind jede Menge Lernvideos und Konzepte. UCC, Vollgas.